Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dackmobil. Wir sind dieses Wochenende mal wieder in die Niederlande. Wir sind nur gut 5-6 Kilometer hinter der Grenze, wenn überhaupt. Wir stehen dieses Wochenende in, wer erkennt schon, in Tolkamer. Am Rhein gelegen, nicht weit von Emmerich, ungefähr 5-6 Kilometer von Emmerich am Oberrhein. Der Wohnmobilspielplatz an der Europakade lädt förmlich ein, hier Schiffe zu beobachten, die Sonne zu genießen. Alfred schwenkt einmal rüber. Ja, da stehen wir. Und von dort ist man auch schnell direkt hier auf der kleinen Promenade, wo mehrere Lokale einladen, was zu trinken oder zu essen und einfach nur zu schauen. Zu dem Stellplatz haben wir euch natürlich, wie ihr uns kennt, wieder ein separates Stellplatzvideo gemacht. Schaut einmal in die Playlist. Es ist ja wieder mit diesem Video, was wir hier um unser Wochenende rund um Tolkamer und dem Naherholungsgebiet de Billjand alles erleben und sehen können, online. Also von daher, schaut rein und guckt mal, ob der Platz was für euch ist. Wir wollen euch jetzt einfach mal mitnehmen und zeigen, wie unser Wochenende vom 22. bis 24. März 2024 so läuft. Okay, folgt uns einfach mal ab ins Wochenende. Guten Morgen, wir sind heute Morgen früh aufgewacht, weil die Sonne durchs Fenster lachte. Ist das nicht herrlich? Nachdem es den ganzen Abend und die halbe Nacht nur geregnet hat, haben wir trotz aller Wettervorhersagen zumindest heute Morgen Sonne. Die Regenwolken, die eben hier waren, die haben sich komplett verzogen. Es kommen zwar neue Wolken von der einen Seite, aber wir genießen jetzt den Moment. Da steht Alfred und winkt. Und da ist die Sonne und lacht. Die Nacht war total ruhig. Klar, du hörst am Zu, je nachdem wie die Schiffe beladen sind, hörst du mal den Diesel tuckern, aber neuere Binnenschiffe sind so leise, die hörst du gar nicht. Und was mich total gewundert hat, es fahren unwahrscheinlich viele Flusskreuzfahrtschiffe hier durch die Gegend, den Rhein auf und runter. Ich weiß nicht, nach 7 Stück habe ich aufgehört zu zählen. So, und jetzt? Ja, Alfred ist noch nicht drin, der hat sich hinter der Laterne versteckt. Habe ich gedacht, jetzt gibt's Kaffee, aber wir haben 7 Uhr, ist noch nicht unsere Zeit. Ich glaube, vor 8 Uhr gibt es nichts. Dann gehe ich noch mal oben auf die Promenade und guck mal, wie es von da oben aussieht. So, das Ganze noch mal von oben, von der Promenade. Aber es ist noch mega ruhig. Um nicht zu sagen, es ist ja auch noch ultra früh. Ich bin noch nicht ganz wach ohne Kaffee, ne?
Hier liegen einige Schlepper und ein Tankboot. Früher lag hier noch ein Boot mit einem Supermarkt und einem Baumarkt drin, aber das liegt hier nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht genau, ob es da hinten lag, wo das leerstehende Restaurant drin ist, oder hier an einer anderen Stelle. Ich hatte es nur auf einem alten Bild gesehen. Am Horizont kann man schwach, ich sehe nichts gegen die Sonne, die Brücke von Emmerich erkennen. Sind bis Emmerich vielleicht 5 Kilometer, 6 Kilometer. Dazwischen gibt es Spike, den Spike-Deich. Und dort ist ein Übernachtungsbinnenhafen für die Binnenschiffer gebaut worden. Und dort entsteht ein neuer Stellplatz. Den werden wir euch wieder in einem kleinen Video zeigen. Separat natürlich zu diesem. So auch wie der Stellplatz, auf dem wir hier stehen, an der Europakade in Tollkammer. Dazu machen wir euch wieder ein separates Stellplatzvideo. Was machst du da? Nimmst du Beweise auf? Ja, ich finde das nicht so gut. Nee, unser Nachbar kam gestern, halbe Stunde nach uns, gegen 19 Uhr. Ja, etwas später. Nee, ich war ja noch draußen laufen, also 19 Uhr muss das gewesen sein. Wir haben jetzt, 8 Uhr, Stellplatzgebühren entfallen, weil gestern der Kassierer schon weg war und man heute Morgen nämlich dann um 10 Uhr in der Touristeninformation bezahlen muss. Wenn man vorher fährt, kann man nicht bezahlen. Ich wäre wieder so blöd gewesen, ich habe bis 10 Uhr gewartet. Ja. Ich weiß nicht, jetzt wird das Navi programmiert, aber ich weiß nicht, was der macht. Seine Räder drehen sich, aber seine Stützen sind noch draußen. Na gucken, wird ja, spannend. Vorne die Räder drehen sich, weil die Stützen draußen sind. Ja. Die sind nämlich in der Luft. Mhm. Oh ja. Naja, nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass meine Frau hier wieder meint, sie müsste Knipse Liese spielen und das Frühstück kalt wird. Was soll denn ein Blaubeeren kalt werden? Ist das nicht ein geiles Brötchen? Ein Blaubeerbrötchen. Ein Blaubeerblötchen. Unbezahlte Werbung. Philadelphia Milka mit Blaubeeren. Das erinnert mich an unsere... An Sauerei. An die Sonntage werden wir nicht fahren, wenn wir Crepes mit Schokosoße und Blaubeeren machen. Jetzt haben wir das endlich umjangen, indem mit Laufen und Fahren kommen keine Crepes mehr. Ich habe ein ganz anderes Problem. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Es kommt eine kleine Sporteinlage. Ja, meine Frau ist wieder clever. Ich habe Wäsche sortiert. Kannst du das zeigen? Gib mal. Ich übernehme mal. Finde den Fehler. Zwei Paar gekauft, dann falsch eingepackt. Das ist Biene Maja und das ist Willi. Ja, die passen doch zusammen. Na gut, dass es noch eine dritte Strumpf gibt. Der wäre jetzt grün für Flip. Ja, hätte Pech, ja. Ja. Oh, jetzt wollen wir ihr Frühstück. Ja. Schluss jetzt. Happy, happy. Starten wir unsere kleine Entdeckungsreise rund um Tollkammer. Tollkammer, was auf Deutsch heißt Zollkammer, Zollstation. Hier war nämlich früher die Zollstation. Erst in Lobith, aber dann wegen Überschwemmung und Wegbruch durch Überflutung ist es hier nach Tollkammer verlegt worden. Und hier war früher die Zollstation, weil, ich glaube bei Lobith war es, der Rhein das erste Mal komplett niederländisch war. Vorher lief die Landesgrenze durch den Fluss bei Emmerich und dann ist es hier eingezeichnet. Nee, auf diesem Plan ist es nicht ganz drauf, wo die Grenze ist, glaube ich. Ist es dann entsprechend niederländisch. Und dann gingen hier unter anderem die deutschen Matrosen von Bord, die niederländischen drauf. Der Ort hat viele alte Pensionen für die Seeleute, wo Übernachtungsmöglichkeiten waren. Dadurch haben wir hier noch viele jugendstilschöne alte Häuschen. Und wir haben hier vorne direkt vor der kleinen Promenade mit ihren Lokalen und Sitzmöglichkeiten dieses Veranschauungsbild mit dem Erklärung, dass der Rhein ja von Graubünden in der Schweiz bis nach Katwijk an See verläuft, und einige Informationen zu der Geschichte und der Umgebung. Ich muss das mal eben lesen, ich habe es nämlich noch nicht getan.
eine richtig schöne kleine Meile, ne? Schöne Promenade. Jetzt anderes Wetter, Sonnenschirme. Schön. Auf jeden Fall kannst du hier schön windgeschützt jetzt schon draußen sitzen. Gestern Abend saßen auch überall noch Leute draußen, als ich so gegen 19 Uhr hier rumgelaufen bin. Und das ist ein offizieller Fahrradweg hier. Finde ich mal wieder genial. Gucken wir mal, dass wir da ins Örtchen kommen. Da gibt es einen Bäcker, eine Pizzeria, einen Metzger. Und Knotenpunkte. Aber die habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich habe die Fahrradkarte mal wieder liegen lassen. Hier ist rechts ist die Touristeninformation. Also da gibt es jede Menge kostenfreies Material mit Karten, Touren, Tipps und natürlich auch die gängigen Karten, die gegen Obolus zu erhalten sind. Hier würde ich gern noch mal hinfahren, wenn zumindest wärmer ist und Wassersportsaison. Das ist ja ein Wassersportsee. Oh. Und hier ist auch irgendwo noch der zweite Stellplatz. Das ist hier auf jeden Fall neben dem Yachthafen. Ich weiß noch nicht wo. Und wo kann man hier stehen? Ja, ich gucke hier vorne bezahlen, mal, aber dein Rad wackelt so sehr. Das wollte ich jetzt nicht loslassen. Es gibt ja einen Wohnmobilstellplatz im Yachthafen. Aber ich wusste nicht, dass das hier ist. Das sieht jetzt so. Du kannst ja auch nicht viele hinstellen. Ich meine, ich müsste jetzt mal in die App gucken, aber ich muss die Handschuhe ausziehen. Ich mache jetzt ein Foto. Ich muss ja auch mal ein Foto machen wieder. Ich komme ja ganz aus der Gewohnheit. Wo ich gesagt habe, du sollst die schöne Landschaft filmen, meinte ich nicht mich. Ich schwimme an dir vorbei. Du stehst nur im Weg. Es ist Frühling. Kalendarisch, floralisch und sonst was. Ich laufe hier mit den Skihandschuhen. Ich weiß der Frühling aber noch nicht. Ah, das ist der Rhein wieder. Ahoi! Oh, die Leute gucken. Ja. Die Leute hier gucken auch. Land in Sicht! Land in Sicht! Da steht ein kleiner Wicht. Nee, der steht da mit oben. Mit einem komischen Gesicht. Oh, scheut euch nur die Falten. Nein, komm. Vorsichtig. Sonst kommst du doch in den Tunnel. Ein Mann ohne Haare, langsam in die Jahre. Ich muss aufpassen, sonst mache ich hier einen Tritt daneben, dann ist mein Gedicht zu Ende. Hier ist es richtig schön. Nur am Zu sehe ich so ein bisschen Regen, das ist nicht so schön. Schniefenäschen. Hier läuft das Näschen, ja. Überall, auch da hinten Spielgerät, das ist der Badestrand. Und da hinten kommt jetzt gleich irgendwann ein Campingplatz. Ich muss aber jetzt mal ein Foto machen. Ja, mach das Foto. Von Millingen.
gibt es eine kleine Fähre. Ich dachte, die Leute stehen da, um zu gucken. Da ist nichts zu sehen. Da legt gleich diese kleine Fähre an. Und die erinnert mich jetzt ganz stark an die Fähre. Ach, da kommt auch noch ein Schiff. War nicht in Aarhus. Wie hieß das nochmal? In Dänemark da. Ach. Ich komme jetzt nicht raus. Ja. Die hat auch so gewackelt, als es nachher die offene Mündung von der See in den Limfjord hing. Ja, ja, die war größer. Da hat das Wohnmobil so gewackelt wie die Fähre. Klatschte das Wasser die ganzen Scheiben hoch. Also nicht am Wohnmobil, sondern von der Fähre. Ist richtig was los. Und es ist saukalt. So. Ich hatte da war ja Weihnachten dann oben in Seeland wärmer. Wie heißt die? Kichererbse? Kann ich nicht lesen. Aber so ähnlich, ne? Ich fange auch noch an zu regnen. Das ist ein blaues Loch. Wieso regnet es hier? Zack. Fahren wir mal weiter. Hier fängt es an zu regnen. Mach mal ein paar Filmaufnahmen, bevor es wieder regnet. Aber heute bin ich nicht schuld, weil hinter jedem Schwarz kommt wieder ein wunderbares Blau. Nur das ist schnell wieder weg und ist auch schnell wieder schwarz. Aber ich versuche ja schon zickzack zu fahren. Du stehst hier. Der linke Pierre. Wir müssen jetzt mit der Fähre fahren, wenn wir zu dem Fort wollen. Ich weiß nicht, wo sie. Hier ist auch wieder ein Bimmelimmelim, Bimmelimmelim. Ja, jetzt kommt die Eierfrau. Eine Seefahrt, die ist lustig. Hier schaukelt es nicht so sehr wie hinten auf der kleinen Fähre. Aber. Das ist ja nur nicht der ganze Rhein, das ist ja nur ein Seitenarm oder der Wal. Kannst du Fahrradcamping machen? Ja, aber den Campingplatz Waldstrand, den hatte ich mir Weihnachten ausgesucht, da hatte der aber noch zu. Der ist nämlich auch gar nicht so teuer. Den hatte ich dann anstatt Ötje zuerst auf dem Plan gehabt, aber dann hatten wir uns ja zu dem Treffen angemeldet. Aber guck mal, wie nett angelegt hier alles, auch hier vorne. Hier ist ja auch schon ein Stück alte Mauer. Ich komme vor, in der Türkei, da liebe die Dinger auch. Da haben wir den Wal und hier den Panne-Damse-Kanal. Und da haben wir das vor. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber ich weiß noch nicht, wie teuer der Eintritt ist. Es ist so windig. Da vorne laufe ich aber nicht mehr, weil es schon wieder schwarz wird und ich nämlich gleich wieder durch den Regen zurücklaufen muss. Also das Stück schenke ich mir. Und gucke jetzt erstmal, dass ich zurückkomme. Ich denke fast, dass wir uns das vor angucken. Weil das jetzt gleich richtig regnet. Ich gebe mal Gummi. Das ist hier gerade ungemütlich.
Niemandsland. Interessanter Name. Ist in einem sehr guten Zustand, der Schall ist total, und der Eintritt kostet 14,25 oder 75? 14,50 € für Erwachsene und Kinder 12,50 €. Du kannst aber die Gastronomie, unter uns gesagt die Toiletten, nutzen und dir einen ersten Eindruck hier verschaffen. Das eine oder andere ist hier ausgestellt und kann schon gesehen werden. Manche Räume öffnen sich eben nur, wenn du Eintritt bezahlt hast. Du bekommst einen Presskey, den du dort auf den Sensor legst und die Tür damit öffnen kannst. Hier ist auf jeden Fall eine Treppe, wo kein Presskey ist. Und da gehe ich jetzt einfach mal rauf und guck mal, ob wir noch was sehen. Ist mit Sicherheit lohnenswert, aber heute nicht auf unserem Programm, da so viel Geld auszugeben. Oh. Hier gabeln sich die Wege. Interessante Architektur, ne? Mit den Brücken. Vor allem hinten die kleine Brücke zu der Kapelle hin. Und wie klein die Fenster sind, da muss es doch drin stinkig und muffig sein, oder? Wahrscheinlich. Und dunkel. Vor allem dunkel. Weißt du was, wir fahren jetzt einmal von da rum. Vielleicht sieht er von der anderen Seite, ist da ja eine große Fensterfront. Ja, mit Sicherheit nicht. Wir schauen mal. Dann fahren wir mal da rum. Guck mal, ich habe wieder einen Schwarzen getroffen. Ja. Wir haben heute das reinste Aprilwetter. Die Sonne, weiß nicht. Haben wir noch März. Ja, haben wir März. Ist noch eine Woche bis April. Die Sonne weiß nicht, ob sie da bleiben soll oder nicht. Du hast Handschuhe aus, Mütze aus, 2 Minuten später bist du wieder nass, Mikro weg, alles. Wir können auch deshalb nicht richtig filmen, weil wir immer wieder, eben sind wir durch den Hagel gefahren, also da war wie sandstrahlend. Guck mal, ich habe keine Falten mehr. Ja. Und, ach so, Ende. Ich wollte noch was sagen, ich bin noch nicht fertig. Ach, das ist das Ende. Ja, nein. Hört mal, habt ihr keine Lust, wenn ihr möchtet uns mal einen Kommentar unter dem Video dazulassen, ob ihr auch hier in der Gegend schon wart, ob euch unsere Videos gefallen oder ob ihr vielleicht Lust habt, mal so eine Tour nachzufahren. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns mal was schreibt. Ich schreibe zurück. Und by the way, könnt ihr das Video auch gerne liken, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr nur nett seid und es euch nicht gefallen hat. Und das mit dem Abo, das macht ihr ja sowieso von selbst. Dann muss ich euch ja nicht dran erinnern. Ja, da ist einer sehr alt. Oha. Das war aber jetzt kein geölter Blitz. Der hat geknarrt. Aber der hatte einen Helm, du. Ja, der hätte bei der Enterprise mitfliegen können. Ja. Ja. Das war Scotty. Was haben wir denn da? Ein Boot, mitten auf der Pferdewiese. Da ist aber auch wieder so ein Rekrazi-Park oder Chalet-Park. Soll ich euch was verraten? Ich hoffe, wir vergessen das Fleisch rausnehmen. Ach, guck mal, die haben auch, hier sind auch wieder überall so viele Tierchen, Ziegen, Schafe, Esel und Zecken. Zecken? Zecken. Wieso Zecken? Ja, da sag ich nichts zu. Und wollen noch schnell in den Jumbo in Tollkammer, damit es heute Abend was auf dem Tisch gibt. Hier werden gerade 2 Autos getauscht. Der Smart kam runter, der andere geht rauf. Interessant, es gibt immer was zu gucken, inklusive einem schönen Sonnenuntergang.
Na, kommt wieder ein Containerschiff. Hier sitzen alle in der ersten Reihe und gucken den ganzen Tag. Eben hatte ein Kreuzfahrtschiff hier angehalten und ein Besatzungsmitglied ausgetauscht. Und jetzt kommen auch noch ein toller Sonnenuntergang. Morgen, ich bin noch nicht frisiert und nix, aber das gibt heute auch nichts mehr. Wir haben um 8 Uhr schon, als es mal kurz trocken war, die Räder eingepackt, weil es heute hier so aussieht. Um 7 gab es ein heftiges Gewitter, bevor vorher Sturm und nachher Sturm war. Am Zug schaukelt das Wohnmobil schlimmer als die kleine Fähre gestern. Wir machen jetzt einen super gemütlichen, arbeiten an unseren Videos und schauen hier immer wieder die anliegenden Binnenschiffe zu, die hier die Besatzungswechsel oder eben ihre kleine Einkaufstour vornehmen. Wobei heute hat der Jumbo zu. Auto ist heute noch keins verladen worden, aber immer wieder wird hier Personal verladen. Ich weiß jetzt nicht, warum der Kapitän das sinkende Schiff hier gerade verlässt, aber der kann auch nicht viel sagen. Sein Mikro ist nämlich leer. Das Ding hat nicht geladen. Unsere Kamera baut keine Verbindung mit dem Gimbal auf, also April in allen Situationen. Wie macht ihr das? Es heißt ja immer, ne, wir fahren Saison ab März, April. Ich finde diesen beginnenden April wirklich furchtbar. Wir fahren ja das ganze Jahr durch und die Wintermonate, wo du es knacke kalt, aber trocken hast, finde ich besser als wie dieser Hagel, Graupel, Regen, Mix, alle 10 Minuten andere Wetterlage, dann kommt wieder die Sonne raus, ziehst die Jacke an, kommt der Regen wieder. Wie habt ihr das mit so einem Aprilwetter? Ich hatte eben noch gelesen, Kollegen stehen ein paar Kilometer weiter am Rhein in Nimwegen. Die sitzen auch da drin und gucken dem Regen und den Schiffen zu. Haben wir im Februar zum Beispiel oder im Januar nicht so stark gehabt? Ist das ein Grund für euch zu Hause zu bleiben oder seid ihr unterwegs? Schreibt es uns doch mal. Okay, wir machen jetzt weiter. Ich versuche mal, die Nase aus der Tür zu stecken. Also, Ed, Löw, nix außer Wasser. Wer mich kennt, der weiß, ich habe Hummeln im Hintern und halte es dann doch nicht drinnen aus. Ich wollte ja noch rüber, da an den Verschrottungsplatz und gehe jetzt ein paar Schritte und guck mal. Dahinter haben wir noch einen Übernachtungshafen, was es sich da noch zu entdecken gibt. Könnte gleich wieder regnen. Der Platz ist leer. Und es ist mega ruhig. Ich gehe jetzt ein paar Schritte. Ob wir noch den neuen Platz, der in Speyk entsteht, zeigen können, hängt jetzt echt vom Wetter ab. Wir hatten eigentlich vor, mit dem Rad dahin zu fahren. Die haben wir ja heute Morgen schon verstaut. Und fahren gleich mal zumindest mit dem Wohnmobil da vorbei. Ob wir nur einen Schwenk machen können oder ob es ein Stellplatzvideo wird. Das sage ich euch dann später, aber da hinten ist schon wieder schwarz, also gehen wir einen Schritt schneller. Aber trotzdem gefällt es uns hier richtig gut. Hier haben wir die großen Kräne mit der Verschrottungsanlage für die Boote. Da liegt eine richtig große Yacht, aber die kriege ich nicht festgehalten, komplett verrostet, aber schon interessant, dass alles dann zum Ende doch in der Tonne oder in der Presse landet, beziehungsweise noch irgendwie verwertet werden kann. Das ist der Ortsteil Thündörp
Und der sieht ja jetzt richtig knuffig aus. Du kannst einmal hier außen drum rumlaufen. Ach, da liegt auch die Yacht. Da liegt das alte Ding. Guckt, ich blende euch mal ein Foto ein. Kleines altes Kirchlein. So wie es aussieht, ist das jetzt ein Wohnhaus. Straßen verbinden, das finde ich ja wieder richtig cool, aber Idylle. Dann gehen wir mal. Ah, da ist der Übernachtungshafen. Genau da wollte ich hin. Da liegt nämlich eins. Hier sind wir am Übernachtungshafen Billardweg in Tolgamer. Und hier können die Binnenschiffe anlegen, um eine Pause zu machen. Wie gesagt, in Spike gibt es noch 9. Hinten steht auch ein Bagger. Da sind irgendwelche Arbeiten noch. Da ist ein Parkplatz, der gebaut wird. Also ich will jetzt nicht Falsches sagen, ich habe mich hier nicht weiter informiert. Und hier. Aber wer unser Video aus der Dänemark-Reihe von Wiede Sande gesehen hat, der kann, glaube ich, gerade nachempfinden, wie ich mich fühle. Da sind kleine Eiskörnchen in dem Regen. Und meine monatliche Gesichtspeelingsmaske kann ich mir schenken. Na, darunter sieht es immer schlimmer aus. Also ich denke mal, dass unser Wochenende jetzt auch mehr oder weniger ein Ende hat. Also hier kannst du auch noch wunderschön über den Deich laufen. Da kommst du vorne wieder aus, wo ich angefangen habe, hier an diesem kleinen Kapellchen, Kirchenteil zu filmen. Aber das ist echt heftig. Jetzt geht's gerade wieder. Ne? Kannst doch wunderschön sitzen. Aber heavy, heavy. Schönes Wetter ist anders. Ihr glaubt es ja jetzt nicht, ne? Ich bin kurz vorm Stellplatz. Simsalabim, ne? Da ist sie wieder. Ich wollte ja eigentlich noch zum Yachthafen. Und wenn ich jetzt wieder umgehe und am Yachthafen und unten am See ankomme, ich glaube, dann regnet es wieder. Ich weiß nicht, ob das alles noch so gute Ideen sind hier. Also von daher gehe ich jetzt noch durch den Ort. Und ich glaube, dann machen wir uns Abreise fertig und nutzen lieber die blaue Phase, um vielleicht hinten ins Bike noch mal kurz was zu zeigen. Ist das nicht krass? Jetzt haben wir wieder blauen Himmel. Aber das ist gerade wieder über mich hergezogen. Also da kannst du echt nicht sagen, was du machst. Aber eins kann ich sagen. Einfach das, was man sieht, genießen. Ob im Regen oder in der Sonne. Kleine Parkanlage hier in der Mitte. Der Rhein hat richtig Seegang. Schon interessant. Aber wir haben schon gesagt, in der Nähe gibt es noch viele andere Stellplätze. Da sind einige bei, die wir definitiv noch anfahren werden. Die Gegend hier ist einfach schön und es gibt auch vieles zu entdecken. Auch hier Sonntagspause, die Eisdiele hat eh noch Winterpause. Die öffnet wohl zu Ostern. Und 6. April geht's los. Dann auch schon mit Live-Musik. Musik.
mit diesem Blick nochmal auf den Rhein mit dem Containerschiff und einem der Flusskreuzfahrtschiffe möchte ich euch an der Stelle unser Fazit machen, auch im Namen von Alfred. Ich rede jetzt einfach mal in seinem Namen mit. Das Wochenende war schön. Das Wetter hätte schöner sein können. Die Gegend hier wirklich schön. Tollkammer, die Umgebung, die Billard ist wirklich ein Ziel, das ich empfehlen kann. Wer einfach nur Schiffe gucken möchte, schön Radfahren, draußen sitzen, wenn es nicht regnet, der ist hier genau richtig. Die Stellplatzgebühren, auch wenn es keine Entsorgung gibt, von 11,10 Euro für die Aussicht, wie gesagt, ne? Diese Aussicht sind grandios und wir sagen, wir waren definitiv nicht das letzte Mal hier, werden auch ein paar andere Plätze hier in der Gegend anfahren, aber uns hat das Wochenende wieder super gefallen und ich kann es euch nur empfehlen, auch einmal anzuvisieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Betty. Ciao. Man merkt, mir fehlt der Alfred.